bei Elefanten, wenn man die auch mal in der freien Wildbahn erlebt hat, ist es so, die haben einen Weg im Kopf und den gehen die. Tell me how you learn. Das ist das Motto unserer Videoserie, in der Menschen ihre persönlichen Erfahrungen, Tipps und Einsichten zum Thema Lernen mit uns teilen. Freu dich jetzt auf das Gespräch mit Maria Steinbrück. Beginnen wir mit der ersten Frage. Mit welcher Farbe assoziieren Sie Lernen? Blau. Ist mir jetzt einfach spontan irgendwie eingefallen. Blau ist irgendwie logisch, klar. Und so habe ich auch Lernen für mich empfunden. Wo lernen Sie denn am liebsten? Ich lerne am liebsten und ich glaube auch am besten in Cafés. Also wenn um mich herum etwas passiert, wenn ich nicht ganz alleine sein muss, wenn aber auch nicht ein Geräusch sehr, sehr klar ist. Also zum Beispiel, wenn ein Lied laufen würde, würde ich immer versuchen, dieses Lied zu erkennen. Wenn aber grundsätzlich einfach ein Gewusel um mich herum herrscht, dann regt das irgendwie meine Gehirnzellen an. Wie sieht für Sie Ihr Lernort der Zukunft aus? Bitte mal frei spinnen. Würde mir die Möglichkeit auf jeden Fall geben, auf vieles zugreifen zu können. Egal, ob es jetzt in digitaler Form ist oder ob es vielleicht auch Menschen aus unterschiedlichen Orten sind, aus unterschiedlichen Ländern. Also einfach die Möglichkeit zu haben, auf alles direkt zugreifen zu können. Und wie der gestaltet wäre vom Sitzen oder so, könnte ich gar nicht sagen. Aber auf jeden Fall, dass ich halt wirklich einfach, wenn ich eine Information haben will, dass ich sie sofort finden kann. Und wann lernen Sie am besten? Ich bin auf jeden Fall ein Morgenstyp. Also bei mir ist es tatsächlich so, der Wecker klingelt, ich stehe sofort auf. Da wird nicht viel Snooze gedrückt, sondern ich stehe direkt auf und kann auch direkt produktiv starten. Also für mich definitiv die Vormittagszeit wäre meine Lernzeit. Und was war Ihr schönstes Lernerlebnis? Immer, wenn ich natürlich merke, dass das, was ich gelernt habe, tatsächlich auch anwenden kann. Also ich war nie ein sehr guter Passivlerner, wie jetzt zum Beispiel in Geschichte, wo man einfach nur Daten auswendig gelernt hat, sondern für mich ist Lernen ganz wichtig, dass ich das heute, was ich lerne, vielleicht morgen auch direkt anwenden kann. Und das gibt mir ein positives Empfinden und bringt mich dazu, mehr lernen zu wollen. Welche Fehler entschuldigen Sie bei TrainerInnen am ehesten? Wenn ein Lehrer oder ein Trainer nicht auf alles eine Antwort hat, mir aber authentisch und ehrlich darauf antwortet. Also er muss nicht die ganze Welt für mich erklären können, solange ich das Gefühl habe, dass er mir das gut rüberbringt und gut vermittelt, könnte ich das noch verzeihen, wenn er jetzt in dem Bereich nicht direkt das Wissen für mich hätte. Welche Fehler entschuldigen Sie bei Ihren TeilnehmerInnen, StudentInnen oder SchülerInnen? Am ehesten würde ich es entschuldigen, wenn ein angeregtes Miteinandergespräch stattfinden würde, obwohl vorne vielleicht gerade ein Inhalt vermittelt wird. Also wenn wir jetzt von einer klassischen Bespielung ausgehen, so, weil es halt vielleicht störend ist für den einen oder anderen Teilnehmer, aber trotzdem zum Fortlauf des Workshops oder des Trainings beitragen könnte. Und das wäre etwas, wo ich sagen würde, okay, da kann man mal ein Auge zudrücken. Das kann man auch mal laufen lassen. Kommen wir zur nächsten Frage. Wie gehen Sie vor, wenn Sie etwas Neues lernen wollen? Also für mich gehört Lernen zum Alltäglichen dazu und ich versuche, mich immer weiterzuentwickeln und ich glaube auch, dass das tatsächlich die Zukunft sein wird, dass jeder Arbeitnehmer, jeder Mensch, sage ich es eher mal so, sich immer weiterentwickeln muss, um mit der Komplexität dieser Welt standhalten zu können. Und ich finde es unheimlich wichtig, egal ob es Soft Skills sind, die ich mir beibringe oder ob ich in meiner Arbeitswelt einen Mentor habe, der mir vielleicht Dinge beibringen will, da weiterzulernen. Ich weiß aber auch, wo meine Grenzen sind, weil so gerade wenn es so um Bilanzierung oder Buchhaltung geht, da höre ich gerne zu und lasse mir gerne ein Stück weit helfen, aber ich weiß, das ist etwas, da werde ich immer einen Mentor brauchen. Lernen Sie lieber allein oder zusammen mit anderen? Es
kommt tatsächlich darauf an, in welcher Lernphase ich mich befinde. Wenn es darum geht, erstmal ein Basisverständnis zu entwickeln, ist es für mich einfacher, das erstmal selber ein bisschen mir anzulesen, durch Videos anzuschauen. Wenn es aber tatsächlich darum geht, das in eine Praxis überzutragen, finde ich es einfacher, es in einer Gruppe zu lernen. Da hat man oft eine direkte Widerspiegelung. Man versteht Inhalte besser, weil man sie diskutiert, weil man sie vielleicht erlebt, weil man ja vielleicht sogar in einem Rollenspiel sie irgendwie direkt versucht umzusetzen. Welches digitale Lernformat bevorzugen Sie? Webinare würde ich als mein liebstes Lernformat bezeichnen, weil sie ortsunabhängig sind. Ich aber auch eine Interaktion mit demjenigen, der mit dem Referenten, der mir etwas beibringt, hat und ich, wie gesagt, überall darauf zugreifen kann. Ich auch die Möglichkeit habe, dass es aufgezeichnet wird. Auf was ich verzichten könnte, wären tatsächlich 10 Stunden Frontalunterricht in der Schule. Was war das beste Training, das Sie je mitgemacht haben? Für mich gab es ein sehr einschneidendes Erlebnis im Studium, was aber eher mein ganzes Studium bezogen hat. Und zwar in der Schule ist es mir sehr, sehr schwer gefallen, bei einigen Themen dran zu bleiben. Im Studium habe ich festgestellt, dass ich teilweise ohne zu lernen, die Inhalte trotzdem behalte, einfach weil sie mich interessiert haben. Und das ist etwas, was ich mir für meinen späteren Lebensweg immer mitgenommen habe. Ich merke das auch jetzt. Inhalte, die mich interessieren, fühlen sich nicht nach Lernen an, obwohl ich sie auch lerne und beibringe. Und ich habe dann aber auch Lust, sie umzusetzen. Inhalte, die mich nicht interessieren, da weiß ich, dass es vergebene Liebesmühe ist. Von welchem Tier würden Sie gern etwas lernen? Und was bringt Ihnen dieses Tier bei? Ich würde gerne von Elefanten lernen, denn bei Elefanten, wenn man die auch mal in der freien Wildbahn erlebt hat, ist es so, die haben einen Weg im Kopf und den gehen die. Und den gehen die, auch wenn Hindernisse im Weg stehen, wenn da Bäume sind, dann werden die einfach platt gemacht. Die lassen sich selten von ihrem Weg abbringen. Und das finde ich sehr, sehr toll. Gerade in der heutigen Welt sind wir sehr schnelllebig in unseren Entscheidungen, haben viele Auswahlmöglichkeiten, was positiv ist, aber auch, was uns dazu bringt, nicht Fleisch, nicht Fisch zu sein. Und deswegen muss ich sagen, wäre ich gerne ein Elefant. Eine Frage noch zum Schluss. Mein Motto fürs Lernen ist: Durch Beharrlichkeit, Durchhaltevermögen und Konstanz meinen Weg zu finden. Sehe ich das?